Gedanken zu Ostern aus Yoga-Sicht. Osternfest ist im Christentum eines der wichtigsten Feste. Manche sagen, es ist das wichtigste Fest. Ostern feiert die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Wir finden um Ostern herum in verschiedenen Kulturen Festtage, wo es immer darum geht, dass nachdem etwas ganz Schlimmes passiert ist, etwas Neues Gutes geschieht. So feiert ja Jesus die Auferstehung von Jesus Christus, nachdem er am Karfreitag hingerichtet worden ist, er grausam gequält wurde und daraus eben wieder auferstanden ist zu neuem Leben. Es gibt das Passafest, das um die gleiche Zeit war bei den Juden. Das feiert die Befreiung aus der Sklaverei. Die Israeliten waren in Ägypten zu Fronarbeit gebracht, weil sie waren Sklaven. Und Moses hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Wir finden die Geburt von Rama und von Hanuman um die Zeit, die auch dafür stehen, aus Sklaverei und aus Leid zur Freude hinzukommen. Und so kommen wir an. Es gibt natürlich die Fruchtbarkeitsfeste bei den Germanen, bei den Kelten. Manche sagen ja auch, dass Ostern, der Ausdruck eigentlich von der Astarte kommt, also der Göttin, die im Mittelmeer eine große Rolle gespielt hat. Und manche sagen, dass diese eben auch als Ostara zur keltischen oder germanischen Göttin geworden ist. Und so ist das ein Fruchtbarkeitsfest nach einem langen Winter, wo vielleicht manche gehungert haben, kommen jetzt die ersten Dinge, die man essen kann, Wurzeln und Blätter und so weiter. Und die Hasen haben die ersten Nachkommen. Also nach dem langen Winter gibt es das Fest der Wiederauferstehung und damit Ostern. Und dies ist dann auch etwas aus yogischer Sicht. Wann immer etwas Schlimmes passiert und du eine Phase der Enttäuschung und der Trauer und der Verzweiflung hast, gibt es die Wiederauferstehung. Es kommt nach dem Winter das Frühjahr. Es kommt nach einer Phase der Ohnmacht und der Sklaverei und des Ausgeliefertsein, des Opfergefühls, wieder eine Phase der Wirkmächtigkeit, etwas tun zu können, etwas bewirken zu können. Und Ostern ist aber auch nicht nur, dass es ein Kreislauf ist, sondern es heißt dann ja auch, Jesus ist für die Vergebung der Sünden gestorben und deshalb kommt das ewige Leben. Und so heißt es auch, dass Leiden einen Sinn hat, dass schweres Karma seinen Sinn hat, dass Verluste ihren Sinn haben. Und wenn du diesen Sinn erkennst, dann wirst du wiedergeboren in eine neue Art des Bewusstseins, in eine tiefere Art der Spiritualität. Das sind ein paar Gedanken zu Ostern aus Yoga-Sicht. Vielleicht hast du eigene Gedanken. Schreib's doch in die Kommentare.